Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, wie ihr sehen könnt, nennt sich der Titel von diesem Video das Programm. Teil 1, dachte ich mir. Ich habe mit einem Kumpel gesprochen und hat er gesagt, komm Andi, mach jetzt mal dieses geile Video, was du nie gemacht hast, was bestimmt lustig wäre. Und ich so, okay, ja, wie soll ich das Video nennen, wenn es um Politik geht, um den Scheiß und diesen Scheiß? Und er sagt einfach, ey, lass dir was einfallen. Ich denke mir, ja, es ist ein Programm, das Programm, Teil 1. Ja, in diesem Video werde ich euch einiges zeigen, was in Deutschland schiefläuft, welche pure Korruption in Deutschland hat und Luzifer und Satan, die Welt regiert und so weiter. Verschwörungstheorien werden wir auch alle angehen. Und nicht zu vergessen, wichtig ist, und das ist nur exklusiv in meinen Videos, ganz, ganz wichtig, und ich fordere jeden auf, der sich das anschaut, bitte alles, was ich sage, alles, was ich verlinke, selber durchlesen, wenn ich was verlinke, immer hinterfragen, nachdenken, hinterfragen, und wenn du es hinterfragst, dann forschen, ganz wichtig, denn nur so entsteht der gesunde Geist. Ja, die Ansage war ganz klar, die Regie hat eingeblendet, Thema Corona. Corona hat sich mittlerweile erwiesen als in Anführungszeichen echt, also teilweise echt, teilweise überspitzt von der Regierung und von der Mafia, um Kontrolle zu halten. Die Bevölkerung tut brav ihre Masken tragen. Ich muss es leider auch, denn ich hatte ja tatsächlich ein nettes Gespräch mit zwei, ich habe es ein bisschen, sagen wir mal, übertrieben, mit einem Security. Und das war ja bis für etwas länger her, und ich fragte, was ist denn jetzt ihre, wenn ich meine Maske jetzt nicht aufziehen würde, das wäre dann sagte er, dann würden wir ihnen eine geben, und wenn ich sie wegwerfen würde, ja, dann würde ich sie aus dem Laden bitten zu gehen. Und wenn ich Nein sage, dann sagte der von diesem Laden, also ich weiß nicht, was ein DM-Laden, ein Müller-Laden, ich bin Müller, glaube ich, nicht, aber ich glaube DM, ich weiß es nicht mehr, schon etwas länger, aber es war sehr interessant. Dann sagte der Security-Mann, dann müsste ich sie, weil das mein Recht ist, packen, so richtig greifen und right to your face, Motherfucker, rausschmeißen, so raustragen. Am besten mit dem Arschstück noch dazu. Und wenn sie dann gegen mich kämpfen, dann hole ich die Polizei und dann fick ich sie, die Motherfucker, und Kopfschuss. Und ich dachte mir, okay, das ist es nicht wert. Ich will noch ein paar Jahre leben, verzweifelt mich bewerben und immer schöne Absagen von Tausenden. Naja, gut, Tausend sind es nicht, aber zumal sind es halt eben 40 Bewerbungen oder weniger. Will ich schon ein bisschen noch leben und Hoffnung tragen, ja. Auch wenn es ein bisschen manchmal weniger sind, aber im Endeffekt, ich bin ja sowieso Deutschland gewandt, weil ich ja sage, was ich denke. Ne? Bin aber kein Xavier Naidoo, der genug Geld hat, um im Ausland zu leben und sich verbannen zu lassen, sozial auszugrenzen. Ja, es ist jetzt nicht alles vielleicht 100% richtig gewesen, was unser lieber Xavier gesagt hat. Aber in vielen Dingen sollte man, was er sagt, mal nachdenken und einfach mal hinterfragen, untersuchen, wenn man die Möglichkeit hat, aber nicht einen Menschen wie Xavier Naidoo auszugrenzen. Also auch haben die Leute gelacht, zum Beispiel, ja, hat ja geweint, oh, so eine Memme, bringt ihn um, tötet ihn, so ungefähr. Und da ich ja die Gabe habe, auch hinzuspüren, wie Menschen wirklich ticken und ihre Gedanken lesen kann, also ihre Gefühle, habe ich mir gedacht, naja, okay, scheiße, das ist natürlich nicht schön. Das erinnert mich an diesen Szenario, als man mich am Baum gefesselt hatte und mir sagte, weil ich ein Polackenschwein bin, Polackenhurensohn und KZ-Kind und ein Motherfucker, muss ich vernichtet werden in Ewigkeit. Ich so, okay, tja, gut, dass ich nur nicht vernichtet wurde. Und so haben wir es auch im Endeffekt mit Xavier Naidoo und anderen, die was gesagt haben, dass sie eben als Verschwörungstheoretiker, hatten wir das nicht bei Adolf Hitler? Liebe Regie, hatten wir das nicht bei Adolf Hitler? Das war etwas länger her, aber ja, das hatten wir schon mal. Ah, ihr habt es gerade gehört von der Regie.
was die Regie gerade gesagt hat, das ist ja krass. Also bei Adolf Hitler gab es das auch. Die Leute haben auch Verschwörungstheoretiker gesagt und am Ende war es dann echt. Also wie schon gesagt, Verschwörungen, muss man verstehen, das Wort. Also im Endeffekt heißt es nicht, dass derjenige keine Ahnung hat oder dass er irgendwas frei erfindet oder was Tatsachen nicht belegt ist. Es ist einfach fast unglaubwürdig, weil es etwas ist, was wir einfach nicht kennen. Das heißt nicht, dass es nicht stimmen muss. Okay? So, was haben wir noch für Themen? Naja. Insolvenz. Richtig. Danke, Regie. Ich dachte immer, habe ich zumindest gedacht, bis ich mir dieses Inso-Gesetz durchlesen musste, weil ich ja so ein Freak bin. Das hat mir schon mal ein Anwalt gesagt, wozu brauchen Sie eigentlich mich, wenn Sie selber die Gesetze wissen, was zu schreiben ist. Da habe ich ihm aber so frech so eine Watschen gegeben, so klugscheißemäßig. Natürlich weiß er mehr wie ich, aber ich sagte zu ihm, naja, Sie wissen schon mehr wie ich. Erstens, Sie wissen mehr, weil Sie 7 Jahre den Scheiß gelernt haben. Zweitens, ich habe dafür gebraucht mehrere Tage, um das rauszusuchen, weil ich ein Hobbyjurist bin. Und drittens, Sie haben das Label, also das Logo dafür. Und er ist so geil, ist noch so ein geiles Telefongespräch. Ich verrate jetzt nicht, welche Kanzlei das in Nürnberg war, die ich angerufen hatte. Ich glaube 2 oder 3 Kanzleien, weil ja, das wird dann wieder negativ aufgefasst. Ich fand es gut von dem Anwalt, deswegen erzähle ich die Geschichte. Und er so, erstens, ich brauche genauso viel Zeit, weil ich mehrere Kunden habe, nicht nur Sie als Kunde. Zweitens, nur weil ich 7 Jahre studiert habe, heißt es nicht, dass ein Hobbyjurist das nicht machen kann. Er braucht halt mehr Zeit. Und was noch drittens? Ja, drittens, die Labels sind längst nicht mehr im Trend. Und ich so, ah. Und viertens, schicken Sie mal das Schreiben rüber, ich schaue es mir mal an. Und zwar, weil ich es kann, aber das brauchen Sie nicht zu sagen, das ist jetzt nur für mich, das ist eine Möglichkeit, die ich machen kann, weil ich lustig bin, weil ich besser bin wie Sie, das haben Sie ja auch gesagt, das ist ja klar, und weil ich auch ein Klugscheißer für Sie sein möchte, mache ich das umsonst. No, das darf ich als Anwalt, weil ich darf das. Es gibt zwar gewisse Tarife, aber ich merke schon, Sie wissen ja auch ein bisschen Bescheid. Ja, also die kostenlose Beratung, die kann ein Anwalt tatsächlich machen, wenn er will. Er kann das machen, das ist eine freiwillige Sache, aber er muss es nicht. Er kann sich darüber anschauen, wenn so ein paar Minuten Zeit auch nehmen. Es ist wie bei der Rechtsschutzversicherung, wenn ihr da den Anruf habt, da habt ihr auch die in dem Tarif mit drin, der Pyramidensystem, dass ihr da ein bisschen beraten werde. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Er hat sich das angeschaut und sagt, top, hätte ich nicht besser machen können. Genau so ist es. Nur lassen Sie diese frechen Bemerkungen hinweg, sagte zum Schluss. Und ich so, ach nee, ich will sie alle vernichten. Das liebe ich einfach. Und er so, Sie wollen diesen Krieg, sie wollen, dass sie diesen Atombombe right to your face haben. So, ja klar, Meinungsfreiheit angeblich. Alles sagen, alles denken, Bullshit, von wegen Meinungsfreiheit, bedingte Meinungsfreiheit. Längst nicht mehr, was Meinungsfreiheit. Da hat Xavier Naidoo auch recht gehabt, tatsächlich. Das hat mir damals der Richter gesagt. War beim Richter, das ist eine Gerichtsvollzieher war das. Das war eine ältere Sache. Ich wollte die alte staatliche Versicherung nicht unterschreiben, habe mich damals geweigert, weil ich das nicht eingesehen hatte und so, das ist schon über 10 Jahre her, aber so eine lustige Sache, haben die mich mitgenommen, die Polizei war da, hat mich gefragt, möchten Sie die Handschellen oder ohne Handschellen? Ich so, ja, scheiße. Natürlich habe ich früher nicht so mutig gelabert, da war ich geschockt erstmal. Ganz klar, ne? Man hat noch nie sowas gehabt. Man dachte, freies Land. Und ja, der Haftbefehl ist nicht so, wie die Leute denken, das ist ein anderer. Er kann ausgeführt werden von der Polizei. Wurde ausgeführt,
Ich wurde gezwungen dann, und dann hat man mir die letzte Frage gestellt. Das ist die Master-Quiz-Frage. Möchten Sie jetzt das unterschreiben? Oder möchten Sie da in diese Zelle reingehen? Wenn Sie da einen Tag drin sind, können wir Sie 2 Tage drin lassen. 3 Tage, 4, 5 Tage, bis Sie unterschreiben. Moment mal. Moment mal. Das ist doch Freiheitsberaubung. Und der Polizist, voll lustig. Nö, das dürfen wir. Im Kommunismus nicht. Dürfen wir nämlich das. Da dürfen wir alles. Und ich dachte, Demokratie, nö, haben wir nicht. Aber die Leute wissen es ja nicht. Lange Rede, kurzer Sinn. War ja echt eine lustige Sache. Ich habe mich entschieden, den anderen Weg zu nehmen. Den schlauen Weg, wie ein Schlawiner oder Schlaumeier, der da ein bisschen so dachte, das könnte ja ewig dauern, wenn ich da 10 Jahre bin. Sind meine Schulden abbezahlt? Und er so, nö, sie können 100 Jahre drin sein, wenn sie nicht abbezahlt. Und ich so, shit! Also über 10 Jahre ist es her, da habe ich mich noch nicht damit ausgekannt. So ganz, ganz intensiv. Man befasst sich ja eigentlich nicht gerne mit etwas, was einen ja nicht betrifft. Ne? Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Den Shit unterschrieben. Und dann habe ich eine geile Bemerkung gesagt. Wenn ich könnte, würde ich sie alle töten. Oder wenn ich könnte, wäre so, und der Richter, beruhigen Sie sich, sonst sperren wir Sie ein. Für immer. Und ich so, fuck! Das dürfen die im Nachhinein tatsächlich erfahren vom Rechtsanwalt, der auch nicht hier genannt werden möchte, sonst wird er vernichtet. Ja, die dürfen eine ganze Menge. Denn die Gesetze vom Gesetzgeber sind ja entstanden nach dem Zweiten Weltkrieg. Und die Siedlerinnen, die das gemacht haben, waren ja noch Verbrecher. Oder Verbrecher zu dieser Zeit. Und die wurden nicht gekillt. Doch viele wissen es gar nicht, dass nicht alle angeklagt wurden. Das hatte eigentlich einen anderen Ursprung, also Ursprung. Aber das wäre natürlich viel zu lange zu erzählen. Da würde mein Programm jetzt hier auch nicht ausreichen. Das würde 1000 Jahre dauern. Denn das Grundwissen fehlt den meisten Menschen. Ja, leider. Und ich hatte es auch früher nicht. Ich habe es dann gelernt und dachte, oh fuck. Auf jeden Fall dürfen die eine ganze Menge. Die dürfen sehr, sehr viel. Ja, die dürfen so viel, dass wir gleich zur Überleitung kommen. Und zwar erstmal zu dem Insolvenzverfahren. Also normalerweise denkt man ja, wenn man Insolvenz hat, was ich ja habe, also weil ich selbstständig war, das ist eine Unternehmensinsolvenz. Wenn man nicht selbstständig war, wäre es eine Privatinsolvenz. Na, man denkt aber, ich bin geschützt, keine Vollstreckung mehr. Yeah, edgy badgy, könnt mich alle am Arsch lecken hier in Kassos. Ja, wenn da nicht da die Ausnahmeklausel, ach, Paragraph 98 Insolvenzgesetz ist es. Ja, da steht drin, und das ist natürlich eine sehr schöne Klausel, deswegen schaffen wir uns die mal hier an. Die ist natürlich hier. Und die heißt die Durchsetzung der Pflichten. Ja, in meinem Programm gibt es ein bisschen Fakten, nicht nur Verschwörungstheorien. Nein, die Gesetze sind zu viel. Hey, hat da jemand von Bonbons gesprochen? Ich bin mir sicher, ich habe Bonbons gehört. Nee, leider nicht. Okay. Dann gehe ich mal aus dem Bild. Was war das jetzt da? Ich dachte, es geht um Insolvenz. Ja, das war tatsächlich Hippotant, der ab und zu mal auch was zu sagen hat. Aber naja, er ist ja, wie soll ich sagen, in einem anderen Bereich gebildet. Von daher nicht wundern, wenn er denkt, da hier Bonbons waren. Aber ich könnte schwören, das waren hier irgendwo Bonbons. Aber nicht bei uns. Okay, weiter geht's. Ja, Paragraph 98 des Insolvenzgesetzes. Ja, jetzt kam gerade eine Bemerkung rein, wie ich hier sehe. Aber das ist doch das Internet, steht hier. Das Internet ist ja motherfuckermäßig ungültig. Alles ist fake. Ja, nicht ganz. Das galt früher. Heutzutage sind solche Gesetze, die im Internet sind, nur Ablichtungen vom manuellen Skripten, Digitalisierung in die Website, okay? So, mehr nicht. Mehr erkläre ich nicht. Das wird wieder zu lange dauern.
Okay, also Durchsetzung der Pflichten des Schuldners, ganz klar. Erstens, was steht da, wenn es zur Herbeiführung, ich lese es euch erstmal so vor und dann übersetze ich die Sprache in ziemlich vereinfachten Deutsch. Also Absatz 1, wenn es zur Herbeiführung wahrheitsgemäßer Aussagen erforderlich erscheint, ordnet das Insolvenzgericht an, dass der Schuldner zu Protokoll an Eide stattversichert. Also Absatz 1, dann haben wir hier Numero oder eigentlich heißt es nicht Nummer, ihr seht ja diese kleine Nummer hier und die wird im juristischen Bereich als Satz genannt. Absatz ist diese große Nummer hier, weil die in Klammern ist. Das bedeutet, das ist ein ganzer Absatz. Und Satz, das ist diese kleine Nummer, die ist der Satz. Ja, diese 1, die gehört zu diesem Satz. Und bis der Punkt kommt, ne, das ist ein ganzer Satz, also von hier, hat man ja in der Schule, ich glaube im Hauptschule, Realschule, Wirtschaftsschule und Gymnasium hat man das. Ne. Es kann ja sein, dass mittlerweile mein Eltern es vergessen hat. Also das da, bis hierhin, ist ein ganzer Satz. Ja, richtig. Und dieser Satz sagt ja, er habe die von ihm verlangte Auskunft nach bestem Wissen und Gewissen richtig vollständig erteilt. Ja, was heißt es jetzt so? Also, lange Rede. Die Pflichten, die müssen durchgesetzt werden von gewissen Leuten. Diese Leute, im Endeffekt ist das Insolvenzgericht. Und die sagen, hey lieber Schuldner, wir hätten doch gerne ja, zu deinem Verfahren, was aktuell jetzt laufen tut, doch zusätzlich wahrheitsgemäß so eine eidesstattliche Versicherung. Das nennt sich Eidesstatt Versicherung eigentlich, aber hier nennt man das einfach nur ganz landen deutschmäßig Eidesstatt versichert. Okay? Warum machen die das? Die machen das, damit sie sich wirklich versichern, dass du kein Scheiß laberst. Und wenn du das machst, dann gibt es einen Kopfschuss. Oder? Fragen wir mal Hippoton. Also was? Kopfschuss? Oh mein Gott! Hi Hitler, niemand! Oh wei, der hat sich aber wirklich in die Hosen gepisst und ist jetzt wieder gleich abgehauen. Also nein, Hippotant, das ist nicht richtig. Hat nichts mit Hitler zu tun, auch wenn man das glaubt. Ja, ein bisschen so mäßig, so zwanghaft so. Hier, du kriegst auch die Fresse, wenn du nicht unterschreibst. Also generell ist es ja so, die wollen sich halt absichern und die wollen das halt eben knallhart machen. Aber, das steht auch weiter, da gehen wir zu Satz 2, ne, weil das besten Wissen und Gewissen, das meinen die wirklich auch so, denn die sagen, Satz 2 steht, die 478, Eidesleistung in Person, bis 480, Eidesbelehrung und dann bis 483, Eidesleistung Sprach- und Hörbehinderte Person, der Zivilbevölkerung gelten entsprechend. Gelten entsprechend bedeutet, dass das gilt, dass das diese Paragraphen dafür angewendet werden. Die schauen wir uns auch an. Also, Eidesleistung in Person heißt, der Eid muss von dem Schwurpflichtigen in Person geleistet werden. Das bedeutet, ja, ich weiß, ein bisschen blöd, Beamtendeutsch, aber wir machen es in allgemeinen Sätzen. Das bedeutet einfach, du musst anwesend sein in dieser, bei Corona-Krise, weiß ich jetzt nicht ganz genau, wie es ist. Gute Frage, Thomas, der das jetzt eingeblendet hat, diese Frage. Aber ja, wir gehen jetzt zum Allgemeinfall aus. Das wollen wir erstmal besprechen. Und danach können wir uns immer noch, falls die Zeit reicht, zu den Covid-Sachen Ausnahmeklauseln bewegen. Also generell heißt das einfach, du musst als Person da sein. Also nicht irgendwie digital, sondern wirklich da sein. Warum man das macht? Weil irgendwelche Psychologen vor Millionen von Jahren gesagt haben, ja, wenn eine Person da kommt, dann schwitzt sie so, oh mein Gott, ich darf nicht lügen, ich werde schon schnell getötet. Ungefähr so. Und dann werden die schon die Wahrheit sagen. Eigentlich totaler Bullshit. In der digitalen Zeit hätte man ein digitales Dokument reinschicken können per E-Mail. Der sieht sich das an und unterschreibt das, macht halt die Nachweise, Kontoauszüge und so weiter und gut ist. Aber gut, dann haben wir das eine. Es muss halt einfach die alte Methode sein. Deutschland hat sich nicht weiterentwickelt nach 45. Was soll's? So, ja, dann gehen wir auf dann den anderen noch. Das ist der 480er, also der 400,
80er CPU, da heißt ja Eidesbelehrung. Vor der Leistung des Eides hat der Richter den Schwurpflichten in angemessener Weise über die Bedeutung des Eides sowie darüber zu belehren, dass er den Eid mit religiöser oder ohne religiöse Beteuerung leisten kann. Also, es ist scheißegal, ob du religiös bist oder Moslem bist, Hinduist, Judist, Mikimich, die sagen, jeder muss es leisten und du wirst belehrt, was Konsequenzen haben könnte. Und der Richter ist nicht ein Richter, das ist Quatsch, sondern das ist meistens ein Mensch, der entweder im Gericht arbeitet oder einfach eine Ausbildung hat als Gerichtsvollzieher. Könnte jeder machen, ne? Jeder ein bisschen, der so ein bisschen da in diese, die Möglichkeit bekommt, da zu arbeiten, habe ich nie bekommen, weil ich da immer so ein fairer Mensch bin. Die nehmen da meistens unfaire Leute, korrupte Leute manchmal. Ja, das kann auch passieren. Also nicht wundern, aber ja, das ist halt die Belehrung. Wenn man es falsch macht, dann gibt es auch Konsequenzen. Ja, gibt es halt Konsequenzen, wie kommst du ins Gefängnis, ziehst einmal die Karte, wirfst fünfmal die 5 und dann wird alles gut. Johohoho. So. Dann gibt es natürlich die Eidesleistung, Eidesformel nach § 481. Der Eid und die religiöse Beteuerung wird in der Weise geleistet, dass der Richter die Eidesformel mit der Eingangsformel sich schwören bei Gott, dem Allmächtigen und Allwissenden. Und da sagt immer mein Kumpel, also früher hat er immer gesagt, der ist ja Muslime, er sagt, das gilt ja nicht für mich, Herr Müller. Herr Müller war dann der Richter. Wieso? Wie kann ich nicht schwören? Mein Gott heißt Allah. Sie müssen diesen Satz umändern. Also, ja gut, meinetwegen, Sie schwören bei Allah, dem Allmächtigen und Allwissenden. Naja, dann ist es dann korrekt. Und beim jüdischen Menschen wäre es dann natürlich eine Beleidigung, weil man spricht ja Gott nicht aus. Ne? Also man sagt, und dann müsste der Richter wieder sagen, Sie schwören bei dem Allmächtigen und Allwissenden. Okay? Ja. Vorspricht und der Schwurpflichtige auf die Worte spricht Eidesformel, bla 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 bla. Okay, ist unwichtig. Jetzt haben wir dann noch die 483, Sprach- und Hörbehinderung. Ja, die haben dann die Möglichkeit, wenn sie nicht hören können oder sprachen, dass man auch nachsprechen muss mit dem Anschritt und Schritt und so weiter. Der Eidesformel ohne mithilfe einer die Verstellung möglichen Person, die vom Gericht hinzuziehen ist. Ja, also da kommt keiner drumherum. Moment mal, was ist jemand, wenn er keine 5 Sinne hat? Ja, dann müsste er kein Gesicht haben. Und wenn er kein Gesicht hat, dann klappt's. Oh Mann, ich will mir nicht vorstellen, wie ein Mensch ohne Gesicht aussieht. So, lange kurze Sinn. Dann gehen wir weiter. War ja ganz so schwer. Wenn du das nicht verstanden hast, einfach Reset, also zurückspulen und wieder von vorne spielen. Dann haben wir noch Absatz 2. Das Gericht kann den Schuldner zwangsweise vorführen und nach Anhörung in Haft nehmen lassen. Und dazu kommen wir. Die können das. Und das bedeutet, die machen das aber nur, da haben wir drei schöne Klauseln in unserer Welt. In unserem, das nennt sich Numero, also vom Lateinischen, Nummer. Und ich weiß nicht, ob ich das auch perfekt ausgesprochen habe, aber es gibt gleiche Leute, die mich ärgern, weil meine Aussprache jetzt nicht so 100% ist, aber ich sage hier zu den Leuten, fickt euch dreifach. Und was sagt Hippotam? Ihr könnt mich am Arsch lecken! Fickt euch, ihr Motherfucker! I kill you! Dann lesen wir uns mal das durch. Nummer 1, wenn der Schuldner eine Auskunft oder die eidesstattliche Versicherung oder die Mitwirkung bei der Erfüllung der Aufgaben der Insolvenzverwalters verweigert. 1. Jetzt ist das 1 zu lesen. Das bedeutet, hier machen viele den Fehler, habe ich früher auch so gemacht, vor über 20.000 Millionen Jahren, dass sie dann weiterlesen. Das ist 1. Punkt 1. Okay? Pause. Oder, 2. Wenn der Schuldner sich der Erfüllung seiner Auskunfts- und Mitwirkungspflichten jetzt entziehen will, insbesondere Anstalten zur Flucht trifft, und deswegen kommt nochmal oder. Punkt 3. Wenn dies zur Vermeidung von Handlungen des Schuldners, die der Erfüllung seiner Auskunfts- und Mitwirkungspflicht zuwiderlaufen, insbesondere zur Sicherung der Insolvenzmasse erforderlich ist. Also es ist einfach ganz einfach zu verstehen. Wir haben den ersten Punkt, Versicherung mit, wenn man sich verweigert, also wenn der Insolvenzverwalter sagt, nee, ich will das jetzt von dir haben und du sagst, nee, ich mach das nicht, Herr Insolvenzverwalter,
dann sagt er, wenn sie das jetzt nicht machen, dann kommen sie in Haft. Dann mache ich sie fertig und mache Kopfschuss. Okay? Wie war Adolf Hitler? Und Punkt 2 ist, wenn der Schuldner sich der Führung seiner Auskommunikationspflicht entziehen will, das heißt, Anstalten mag, nee, ich will jetzt nicht, und tschüss, ich fliehe mal, ne, nach Kambodscha, könnt mich alle am Arsch lecken, dann ist es auch möglich, dass sie dann dementsprechend eine Haft anordnen. Cut! Da Punkt 3 etwas länger zu erklären wäre, gibt es hier die Erklärung in Textform. Inklusive kleiner Musik. Los geht's. Paragraph 98 Absatz 2 Nummer 3 Inso geht es um Folgendes. Der Schuldner muss mit dem Insolvenzberater zusammenarbeiten. Bestehen jedoch Zweifel, so kann das Gericht einen Gerichtsvollzieher mit einem Haftbefehl beauftragen, bei dem der Schuldner zu erscheinen und diesen in Haft zu setzen. Jedoch gewährt der Gerichtsvollzieher dem Schuldner eine letzte Möglichkeit, bevor er ihn in Haft setzt. Begleitung von der Polizei ist natürlich zu erwarten. Also erstens, er leistet nun die eigenstaatliche Versicherung bzw. die Vermögensaufkunft. Oder zweitens, er weigert sich immer noch und kommt in den Knast und muss dort seine Strafe absitzen. Zusätzlich eine kleine Anmerkung von mir. Sobald ein Schuldner, also du, eine eigenstaatliche abgegeben hast, wird natürlich dies im Schuldenregister vermerkt und du kannst für mindestens 2 Jahre keine Verträge mehr abschließen. Schön kann das Leben also auch sein. 2 Jahre lang zusätzlich noch bestraft. Und der Telekom-Vertrag oder sonstiges ist den Arsch. So, dann haben wir natürlich hier die Absatz 3. Und das steht wieder mal für die Anordnung von Haftgelden, Paragraph 802d. Mein Gott, das ist einmal die Zwingungshaft, Absatz dann 2. Dann haben wir ab 802, das ist Unzulässigkeit der Haftverstreckung und Dauer der Haft, erneute Haft. Ja, also ich will tatsächlich in meinem Programm nicht zu viel erzählen und nicht jeden auf die Folter spannen, aber interessant wird es in manchen Paragraphen, mir zum Beispiel Unzulässigkeit der Haftvollstreckung, das würde bedeuten, das ist, warum machen die das so? Echt, das ist kein normaler Mensch, versteht das, was da so ist. Das muss man googeln, Duden, nicht erlaubt. Warum nicht erlaubt machen? Nein, es muss ein ganzer Wikipedia-fucking Abschnitt gemacht werden, was das Wort bedeutet. Weil wir